Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Der zweite Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Es gibt heute wieder eine Samstagskonferenz, da seht ihr den Timelink hier auch gleich. Und ansonsten die Spiele vom Samstagnachmittag in der kurzen Zusammenfassung, die anderen Spiele in etwas ausführlicherer. Viel Spaß auf jeden Fall beim Zuschauen, danke fürs Reinschalten. Ich sag's immer wieder, ich kann mich nur wiederholen, weil manche Leute es irgendwie nicht checken wollen. Es ist eine Prognose. FIFA spielt dagegen FIFA. Ich habe nichts damit zu tun. FIFA spielt das aus. Naja. Gut, die meisten werden es verstehen und an diese Leute geht auch ein lieber Gruß raus. Vielen Dank an dieser Stelle. Und jetzt geht's los mit dem Freitagabendspiel Hertha gegen Frankfurt. Viel Spaß! Die Hertha am Freitagabend im Olympiastadion gegen Eintracht Frankfurt. Frankfurt enttäuschend nach dem 1:1 gegen Bielefeld, sollte jetzt also der erste Dreier her. Und es sah nicht schlecht aus, es sah sogar richtig gut aus, wie Frankfurt hier loslegte. Fünfte Minute, Bastos mit dem 1:0 für die Eintracht. Da stand die Hertha noch gar nicht richtig auf dem Feld und muss jetzt schon den ersten Gegentreffer hinnehmen. Die Hertha brauchte etwas, wachte dann aber auch auf und kam nach einer Standardsituation zur ersten nennenswerten Möglichkeit. Mateusz Kunja bringt den rein, Niklas Stark in der Mitte setzt sich zwar durch, wirklich gefährlich wurde es dabei für das Gehäuse von Kevin Trapp allerdings noch nicht. Doch die Hertha steigerte sich weiter im Laufe des ersten Durchgangs. Piontek legt raus zu Maximilian Mittelstädt. Schöne Flanke auf den zweiten Pfosten. Darida durchgelaufen, völlig frei. Ausgleich in der 31. Minute, aber wie Frankfurt das verteidigt, das ist wirklich fahrlässig. Vollkommen zurecht ging es dann mit dem 1:1 in die Pause. Frankfurt legte sehr gut los, ließ dann aber auch stark nach und die Hertha wurde immer besser. Und die Elf von Bruno Labbadia hatte jetzt Blut geleckt. Wieder Mittelstädt, machte sehr gute und wichtige Wege da links außen. Stark zu Toussaint mit der Hacke zu Piontek. Kevin Trapp aber ohne Probleme hält den Ball hier des polnischen Pistolieros fest. Über eine Stunde gespielt, die Hertha wirklich drückend überlegen. Luke Bakio, was für ein Passspiel! Und Kunja kann es veredeln. 65. Minute, es ist richtig gut ausgespielt. Das ist hochwertiger Fußball hier in der Hauptstadt. Und es ging gut weiter. Kunja zu Piontek. Der mit der Hacke zu Kunja bekommt den Ball wieder. Piontek! 3:1. Partie komplett auf den Kopf gestellt. Nachdem es so schlecht losging, war die Hertha jetzt auch diese zwei Tore besser. Aber die Standardstärke um Hinteregger und Co. ist nicht wegzudenken bei Eintracht, aber die Möglichkeit hier in der 85. Minute blieb dann die letzte in diesem Duell zweier Traditionsvereine. Hertha gewinnt mit 3:1 und das vollkommen verdient hier am Freitagabend gegen Frankfurt. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Konferenz. Der zweite Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 2020-2021 steht in den Startlöchern. Wir sind in der WWK-Arena hier, Station Nummer 1. Der FC Augsburg empfängt den BVB Dortmund, siegreich gegen Gladbach in die Saison gestartet. Der FC Augsburg aber auch respektabel 3:1 bei Union Berlin gewonnen. Also wir dürfen hier durchaus auf zwei Mannschaften blicken, die eine breite Brust vorzuweisen haben. Wir werden hier sicherlich das ein oder andere Tor sehen, hoffen wir zumindest. Jetzt schauen wir nach Bielefeld. Die Stadt Bielefeld musste lange auf Bundesliga-Fußball um 15.30 Uhr warten. Jetzt haben sie ihn zurück in Ostwestfalen. Arminia Bielefeld holte sich einen Punkt ab aus Frankfurt. Damit kann man durchaus zufrieden sein.
gut in die Saison gestartet. Zu Gast der 1. FC Köln, der wartet noch auf seinen ersten Punkt, auf die ersten Punkte. Kurz vor Schluss verloren sie gegen Hoffenheim am letzten Samstag mit 2:3. Wir blicken hier auf die Aufstellung der Bielefelder. Shiplock in der Startelf, Córdoba, der muss leider angeschlagen heute passen. Das die ersten Eindrücke von hier. Wir schauen ein Stadion weiter in den Borussia-Park. Borussia Mönchengladbach hätte sich das gegen Dortmund sicherlich anders erhofft, aber es ist kein Beinbruch, gegen Borussia Dortmund zu verlieren. Das kann durchaus vorkommen. Sie müssen es abschütteln, aber auch dann jetzt gegen Union Berlin hier im heimischen Borussia-Park die 3 Punkte da behalten. Ansonsten, ja, möglicherweise schon der erste kleine Rückschlag in der Saison, aber Gladbach ist hier klar favorisiert. Union Berlin jetzt im zweiten Bundesliga-Jahr. Wir wissen, das wird normalerweise immer schwieriger. Am ersten Spiel, da kamen sie jetzt verloren zu Hause, 1:3 gegen den FC Augsburg. Also, das von hier die ersten Eindrücke. Wir schauen in Leverkusen vorbei. RB Leipzig zu Gast in Leverkusen. Zwei Mannschaften, die das Ziel haben, sich für die Champions League zu qualifizieren. Aber das könnte insbesondere für Leverkusen in dieser Saison sehr schwierig werden. Ein Abnutzungskampf beim 0:0 gegen den VfL Wolfsburg. Man verlor Volland und Havertz aus den eigenen Reihen. Aber auch Leipzig ja eben Federn verloren. Timo Werner wohl der prominenteste Abgang. Aber Leipzig machte es gegen den 1. FSV Mainz 05 am vergangenen Sonntag sehr gut. Man siegte mit 3:1, war komplett souverän und brachte das dann unter Dach und Fach. Mit den ersten Blicken hier auf die Aufstellung der Gastgeber schauen wir noch zu unserer letzten Station vorbei. Die ist in Mainz, wo der VfB Stuttgart zu Gast ist. Also hier haben wir zwei Teams, die verloren haben am ersten Spieltag. Stuttgart startete erst richtig schlecht gegen Freiburg. 3:0 lagen sie zurück, kämpften sich noch zum 2:3 ran und hätten vielleicht sogar mit etwas mehr Glück den Ausgleich erzielen können. Es ist ja nicht unverdient gewesen, also klare Leistungssteigerung, da möchte man dran anknüpfen. Und Mainz, ja, erwartbar gegen Leipzig unterlegen gewesen und dann auch mit 1:3 verloren. Offene Partie hier, die ersten Punkte gegen den Abstiegskampf sichern. Schauen wir mal aber zum Start nach Augsburg. Hier geht's los. Als allererstes, die weißen Trikots gehören dem FC Augsburg, Dortmund in Schwarz. Und der erste Ballverlust bei den Fuggerstädtern, er kommt ziemlich schnell, weil Haaland direkt nachsetzt, der ein überragendes Spiel ablieferte gegen Borussia Mönchengladbach, da wieder voranging und 2 Treffer selbst erzielte. Der Angriff scheint jetzt aber erstmal abgewehrt worden zu sein, wobei Dortmund direkt wieder aggressiv raufgeht. Schnellen Treffer erzielen, den FC Augsburg nicht in sein Spiel kommen lassen. Jetzt erstmal ein Befreiungsschlag. Also, das hier die allerersten kleinsten Eindrücke aus Augsburg. Wir schauen weiter. In die Schüko Arena. Wir sind auf der Bielefelder Alm. Bielefeld auch im ersten Durchgang von links nach rechts. Köln traditionsgemäß in den roten Trikots, komplett rot gekleidet. Es war bitter, diese Niederlage gegen Hoffenheim. Das 2:2 hätte man sich gerne noch geholt. Und es war aber trotzdem besser, als man es möglicherweise hätte erwarten oder befürchten müssen als Köln-Fan. Man spielte da gut mit Hoffenheim. Am Ende eben war es Andrej Kramaric, der einen genialen Tag erwischte. Und der 1. FC Köln will jetzt hier auch die ersten Angriffszeichen setzen. Bislang aber noch ohne Erfolg. Bielefeld macht das gut, das 1:1 gegen Frankfurt. Wie gesagt, durchaus ein Ausrufezeichen in Richtung der Konkurrenz, dass sie überall auch dazu in der Lage sind, Punkte mitzunehmen. Schöner Ball auf Brunner, rechts außen. Doan, Suku, Tor in Leverkusen. Manuel Prietl. Erster Abschluss, erstes Tor in Leverkusen. Schnell dahin. 1:0 für die Gäste. Tyler Adams erzielt den Treffer in der 14. Spielminute.
Leverkusen in der Zentrale viel zu offen. Tabsoba rückt da raus, muss er gar nicht machen. Beziehungsweise er darf es gar nicht machen. Dadurch wird die Mitte völlig entblößt. Adams stößt durch, bleibt dann vor Lukas Radetzky eiskalt. Und schiebt unten rechts ein, platziert den Ball perfekt neben den Pfosten. Und das ist für RB Leipzig ein sehr guter Auftakt, um Bayer Leverkusen hier in diesem Duell die nächsten Punkte zu rauben. Aber es ist noch viel zu gehen. Leverkusen hat noch viel Zeit, aber die Offensive wirkte gehemmt lange Zeit gegen den VfL Wolfsburg. André Lino klärt das jetzt erstmal. Leverkusen wieder im Ballbesitz. Neuer Versuch. Alario, Demirbay. Schöner Ball, wunderbarer Ball. Der postwendende Ausgleich. Julian Baumgartlinger mit dem 1:1. Heute in der Startaufstellung bringt Leverkusen den ersten Saisontreffer. Leipzig bekommt den Ball nicht unter Kontrolle. Dann ist es ein starker Ball in die Spitze. Klostermann ist zwar an Baumgartlinger dran, aber der behauptet sich, behauptet den Ball und schießt vorbei an Peter Gulaschi hinein ins Glück. Zwei Tore hier in Leverkusen. Das hatte man sich auch letzte Woche schon gegen den VfL Wolfsburg erhofft, diese Torflut. Jetzt haben wir sie vielleicht heute Tor in Gladbach gegen RB Leipzig und vielleicht auch in Gladbach. Schauen wir in den Borussia-Park. 1:0 Borussia Mönchengladbach. Und das ist Markus Thüram, der eigentlich noch hätte geschont werden sollen müssen, heute von Beginn an dabei. Und da beweist er schnell mal, wie wichtig er ist. Stark unten rechts platziert mit dem linken Fuß. Markus Thüram reiht sich hier als erster für Gladbach in dieser Saison als Torschütze in die Liste ein. Union Berlin abwartend, defensiv nicht schlecht, aber Gladbach ist hier schon klar spielüberlegen. Und Tor in Augsburg. Treffer in Augsburg, also schnell dahin. Hier führen die Gäste mit 1:0. Jadon Sancho in der 19. Spielminute mit dem Führungstreffer für Schwarz-Gelb, beziehungsweise heute Schwarz-Schwarz. Starker Ball von der linken Seite. Haaland bringt den rein, flach in den 5-Meter-Raum. Und Giekiewicz macht sich groß, macht sich breit, aber da ist nicht zu halten. 1:0, also hier für die Gäste. Jetzt wollen wir spielerisch aber auch in Mainz mal vorbeischauen. Da ist ja Stuttgart zu Gast. Und der VfB Stuttgart ist bislang die bessere Mannschaft. Und da ist der Abschluss. 20. Minute, Gonzalo Castro, nicht wirklich gefährlich, aber es geht schon weitestgehend in diese Richtung hier für die Mannschaft von Pellegrino Materazzo. War das ein ansehnlicher Auftakt? Nicht so verschlafen wie gegen den SC Freiburg, wo man dann das Spiel gefühlt verloren hatte, bevor es eigentlich so richtig losging. Die Schwaben, ja, eben da zu spät aufgewacht. Hier haben wir einmal einen kurzen Überblick. Einige Tore schon gefallen, 4 Stück an der Zahl. Hier in der Opel Arena warten wir noch auf den ersten Treffer. Kalajdzic legt den Ball raus zu Silas Wamangituka. Kalajdzic heute in der Startaufstellung dabei für Klimowicz, der nicht so einen überragenden Eindruck machen konnte. Kalajdzic hingegen stellt sein Können unter Beweis, hat das gegen den SC Freiburg auch getan. Und Stuttgart kommt wieder. Didavi, schön zurückgelegt. Und da fehlt jetzt wirklich nicht mehr viel zur Führung. 24. Robin Sentner muss eingreifen mit dem Fuß. Und es ist wieder Sasa Kalajdzic. Noch minimal abgefälscht vom Schienbein des Innenverteidigers der Mainzer. Niakate müsste es gewesen sein. Eckstoß
für Stuttgart. Mangala, Castro nochmal. Ein paar Übersteiger. Und Zentner geht auf Nummer sicher. Wischt den Ball weg zum nächsten Eckball. Blicken wir hier gerade nochmal kurz drauf, auf diese Möglichkeit gerade. Ja, minimal abgefälscht. Da wird es richtig gefährlich. Und Zentner dann mit einer starken Fußabwehr. Hat ja Florian Müller seinen Konkurrenten verdrängt, der noch zum SC Freiburg gewechselt ist. Jetzt der Eckball von der linken Seite. Kopfball, aber von Bosinski geklärt am ersten Pfosten. Trotzdem, diese Druckphase gerade scheint kein Ende zu nehmen. Aber irgendwann muss der Treffer auch kommen, diesmal. Aber jetzt eine schwache Flanke von Kalajdzic. Trotzdem, der macht hier wirklich Tor in Augsburg. Eine richtig gute Partie bislang. Und wir nehmen den zweiten Treffer in Augsburg mit. Und es ist der zweite Treffer für die Gäste. Axel Witzel erhöht für die Dortmunder. Es ist ein kurioses Tor. Wieder ist Haaland der Vorlagengeber. Und dann macht Giekiewicz da alles andere als eine gute Figur. Witzel hat da Glück, dass sich Jauwe Leeuw da beirren lässt. Tritt sogar am Ball vorbei. Also 0-2 hier. Das ist jetzt schon eine sehr einseitige Sache. Mal schauen, ob es so bleibt. Wir warten noch auf einen Treffer in Bielefeld. Tatsache, das ist bislang leider hier noch keinem der beiden Teams vergönnt gewesen zu treffen. Die großen Chancen blieben allerdings auch aus bislang. Der 1. FC Köln versucht es jetzt über Skiri in die Spitze. Andrej Duda zu Anderson. Die beiden Neuzugänge im Zusammenspiel und Amos Pieper verursacht da einen gefährlichen Freistoß. Unmittelbar vor der Strafraumgrenze. Und es gibt einige beim 1. FC Köln, die das können. Unter anderem Neuzugang Andrej Duda. Ja, schauen wir mal. War schon ein recht hartes Einsteigen und dementsprechend gerechtfertigt diese Freistoßsituation. Hätte man vielleicht auch über Gelb nachdenken können. Wurde jetzt allerdings drauf verzichtet. Trotzdem gute Freistoßposition für die Geißböcke. Andrej Duda steht bereit. Er läuft dann und Duda an den Pfosten. Hector, Kopfball! Boah, warum ist der denn nicht drin? Super Freistoß. Aber der Kopfball, ja, wird da ein bisschen gestört trotzdem. Das Tor ist offen. Also, 0-0 weiterhin hier. In Leverkusen haben wir schon zwei Tore gesehen. Gerecht verteilt, 1-1 in der Bayer-Arena nach einer knappen halben Stunde. Leipzig macht es gut. Hat sich von dem Gegentreffer, der unmittelbar fiel nach dem eigenen Führungstreffer, nicht beirren lassen. Spielt hier weiterhin gut nach vorne. Angelino mit dem nächsten Offensivzeichen geht jetzt erstmal auf Nummer sicher, nimmt Halstenberg mit. Kevin Campbell, Ex-Leverkusener, für ihn sicherlich auch nochmal eine besondere Situation. Ewigkeiten hat er hier nicht gespielt, trotzdem zumindest ein Ex-Verein, auf den er Tor in Augsburg hier trifft. Und der dritte Treffer in Augsburg. 0-3 schon. 1-2. 33. Minute. Der FC Augsburg ist wieder zurück. Und es ist Ruben Vargas, der die Fuggerstädter zurück ins Spiel bringt. Also, hier haben beide Teams richtig Torlaune. In Gladbach war es bislang nur der Gastgeber. Das stimmt, wobei wir vor wenigen Augenblicken auch eine gute Möglichkeit gesehen haben für Union Berlin. Hier nochmal die Wiederholung, da muss Jan Sommer eingreifen. Unplatzierter Kopfball. Trotzdem schlecht war das nicht. Union ist hier nicht chancenlos, Gladbach aber auch immer gefährlich, zu jedem Zeitpunkt. Wendt! Kein guter Pass, Lute schmeißt sich auf den Ball. Noch 10 Minuten bis zum Seitenwechsel. Union Berlin ist, wie gesagt, noch voll dabei im Spiel. Und den ein oder anderen Torschrei hatte man hier schon fast auf den Lippen, aber auf beiden Seiten. Gladbach nochmal, Wendt. Flanke von Hofmann, die gerät aber viel zu weit. Thüram, der Torschütze, holt gegen
Sebastian Griesbeck, einen Einwurf auf der rechten Außenbahn raus. Leiner, boah, da verschätzt er sich aber. Union Berlin bekommt aber den Ball nicht kontrolliert geklärt und so hat Gladbach die Ballkontrolle wieder erlangt. Das geht noch zu einfach momentan. Alassane Player, auch er von Beginn an dabei heute. Über 90 Minuten wird es womöglich nicht reichen. Aber hier zeigen sie, Thuram und Player, wie wichtig und stark sie sind. 1-0 hier, wir geben nochmal weiter. Sind nochmal in Mainz, kurz vor dem Pausenpfiff. Der VfB Stuttgart ist hier nach wie vor die dominante Mannschaft. Mainz weiß gar nicht zu gefallen, also Achim Bayerlorzer muss sich dafür die zweite Hälfte deutlich Besseres einfallen lassen. Ansonsten wird es hier gegen den Aufsteiger aus Stuttgart schief gehen. Aber jetzt gibt's mal ein wenig Platz. Mateta, er hatte den Treffer gegen Leipzig erzielt. Quaison, das dauert dann zu lange und einfaches Spiel für Marc-Oliver Kempf, der den Ball einfach rausdreschen kann. Endo jetzt gegen Latzer, verliert aber den Ball. Mateta setzt nach. Stuttgart jetzt erstmal im Ballbesitz. Aber Anton hat keine Lust auf Spielchen hinten rum, schickt nochmal Massimo. Abseitsfahne bleibt unten. Roberto Massimo. Wamangituka völlig frei. Und er bekommt die zweite Chance. 1-0 für den VfB. Silas Wamangituka bringt Stuttgart in der 45. Minute in Führung. Und Sentner ist bedient. Der Ball von Anton auf Massimo. Dann Saint-Just erst beim ersten Schuss noch dazwischen, als Silas Tor in abschließt. Augsburg. Aber der zweite Schuss ist da nicht mehr zu vereiteln. Auch nicht für Zentner. Und wir haben in Augsburg noch einen Treffer. Dortmund stellt den 2-Tore-Vorsprung wieder her. Haaland mit dem 3:1. Es ist stark rausgespielt und dann etwas Glück, aber das ist hier mit den Tüchtigen. Grätscht da rein, bekommt ihn dann irgendwie nochmal vor den Fuß und der Tor kullert in dann Gladbach. über die Torlinie. Und es geht nochmal richtig ab jetzt vor der Pause. Nochmal ein Treffer in Gladbach, also. Das 2:0 für die Fohlenelf und es ist mittlerweile hochverdient. Gladbach sticht zum günstigsten aller Zeitpunkte zu. Und Union Berlin hat jetzt eine riesige Herausforderung. Florian Neuhaus legt es auf durch die Mitte. Das geht viel zu einfach. Ist dann auch stark gespielt. Gladbach nutzt es dann aber auch aus. Und Alassane Player mit dem 2:0. Das wird jetzt wirklich eine riesige Aufgabe für die Köpenicker. Mal schauen, ob sie das noch umgebogen bekommen. Auf den anderen Plätzen war bereits Halbzeit. Hier jetzt also auch der Abpfiff. Nochmal ein Ausrufezeichen jetzt gerade. Und ja, da haben wir Markus Thüram. Zwei Schüsse, ein Treffer, durchaus annehmbare Quote. Das soll es erstmal gewesen sein. Wir schauen in der Halbzeit auf die Ergebnisse und dann geht es hoffentlich mit vielen Toren noch weiter. Jo, hier haben wir die Ergebnisse einmal kurz im Überblick. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn es gefällt, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten möchte ich gar nicht viele Worte noch weiterhin verlieren. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Reinschalten und fürs Angucken. Dafür mache ich das und die Konferenz kommt ja auch immer gut an, finde ich. Schön, freut mich und ja, jetzt soll es weitergehen mit der zweiten Hälfte. Viel Spaß und ja, nochmal danke fürs Reinschalten. Wir beginnen die zweite Halbzeit in Bielefeld und schauen auf die wohl größte Möglichkeit, dieses 0:0 hier anders aussehen lassen zu können. Freistoß von Duda, den Kopfball von Hector. Danach haben wir auch gesehen. So geht es jetzt weiter im zweiten Durchgang. Köln jetzt von links nach rechts. Arminia Bielefeld
Ja, kommt in dieser Liga gut zurecht und spielt auf Augenhöhe, wenngleich eben den Gaisböcken die größte Möglichkeit gehörte. Starker Ball. Sensationeller Ball. Sebio Suku. Suku! Das wäre ein Paukenschlag gewesen, direkt nach der Pause. Sebio Suku hat gegen Frankfurt das Tor gemacht. Und jetzt scheitert er hier denkbar knapp an Timo Horn. Welch ein Beginn in den zweiten Durchgang. Und wenn es so weitergeht, dann wird das hier sicherlich nicht mit 0 zu 0 zu Ende gehen. Eckball von der rechten Seite. Marcel Hartl legt sich den Ball zurecht. Klos am ersten Pfosten kann mit dem Ball nicht rumgehen. Nochmal zu Hartl rausgelegt. Flanke von Hector bereinigt. Wir schauen mal in Leverkusen vorbei. Leverkusen fordert hier gerade Tor in Ziemlich Gladbach. verhalten, ein Elfmeter, den gab es aber zu Recht nicht. Und wir holen uns aus Gladbach den Treffer. 3-0. Hier dürfte wahrscheinlich schon alles klar sein. Florian Neuhaus mit, ja, lege ich mich fest, mit der Entscheidung. Gut gespielt. Kramer, Thuram, dann Neuhaus, der mit dem linken Fuß da Andreas Lute keine Chance zur Abwehr lässt. Und so steht's hier. Dann vollkommen verdient. Auch 3 zu 0. Wir waren gerade ganz kurz in Leverkusen. Die Minuten bekommt ihr jetzt wieder. Leverkusen kommt, also diese Elfmetersituation war eben tatsächlich keine. Lange hat sich Bayer aber auch nicht mit dem Reklamieren aufgehalten. Stattdessen geht es jetzt wieder nach vorne. Sabitzer verliert den Ball an Sinkgrafen und Julian Baumgartlinger. Guter Pass. Diaby legt quer und Alario mit dem 2 zu 1. 55. Spielminute. Lucas Alario. Soll Kevin Volland da vorne vergessen machen? Und den Job erfüllt er in dieser Saison jetzt zum ersten Mal. Stark von Diaby quergelegt. Und dann ist es in der Mitte diesmal Halstenberg, der einen Ticken zu spät schaltet. Leverkusen dreht die Partie, führt hier jetzt mit 2 zu 1. In Augsburg ist es etwas deutlicher. Etwas trifft es gut. Augsburg hat schon einmal gezeigt, dass sie hier rankommen können und spielt jetzt wieder nach vorne. Und sie holen einen Eckball raus. Vorher aber kommt Marco Reus neu in die Partie. Thomas Delaney verlässt den Platz. Und Reus darf jetzt nochmal über eine halbe Stunde ran. Also ordentlich Zeit für die Dortmunder. Reus nochmal ins Spiel gut mit einzubinden. Aber es gab jetzt hier erstmal eine nicht so schlechte Kopfballsituation. Gut, Bürki sieht es dann auch und der geht dann doch recht weit vorbei. Aber Augsburg hier zu jeder Zeit gefährlich. Auch wenn es 1 zu 3 steht, das waren teilweise unglückliche Gegentore. Es ist dennoch verdient. Nichtsdestotrotz, komplett sollte man hier die Fuggerstädter nicht abschreiben. Dafür sind sie dann offensiv doch auch zu gefährlich. Der BVB auf der anderen Seite könnte mit einem 4 zu 1 jetzt logischerweise auch schon alles klar machen. Sie gehen an, Raúl Leo holt sich den Ball von Renier. Und es geht schnell wieder in die andere Richtung, aber etwas zu weit dieser Ball. Wir springen eine Station. In Mainz sieht es mittlerweile etwas anders aus. Da haben sich die Gastgeber gefangen. Stuttgart nicht mehr ganz so gut und dominant wie im ersten Durchgang. Mangala klärt den Ball da innerhalb des 16ers. Das ist gefährlich, aber jetzt gerade noch mal gut gegangen. Und Silas Wamangituka darum bemüht jetzt hier Tor in ein bisschen Augsburg. Ruhe reinzubringen. Ruhe haben wir in der Konferenz nicht. Wir wollen Tore sehen. 4 zu 1. Deckel drauf. Jadon Sancho stellt auf 3 Tore Vorsprung für den BVB. Marco Reus. Sancho, der letzte in dieser Verwertungskette.
ansatzlos. Giekiewicz noch mit den Fingerspitzen dran. Aber da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Also 4-1 von hier. Wir melden uns, wenn Treffer fallen sollte. Es ist aber alles klar und schauen dahin, wo es deutlich knapper ist. Unter anderem in Bielefeld der Fall. Da haben wir einmal die Ergebnisse im Überblick. In Gladbach ist es wohl durch und Augsburg auch. Ansonsten haben wir drei Spiele, wo es extrem knapp ist. Und wo Treffer teilweise schon arg in der Luft lagen. Der erste FC Köln momentan mit einem Punkt aus zwei Spielen. Nicht so, wie man sich das erhofft hatte. Aber sie spielen besser als diese Punkteausbeute, das momentan aussagen würde. Wobei nach vorne die Durchschlagskraft doch etwas zu wünschen übrig lässt. Vielleicht jetzt. Andersson bekommt den Ball aber nicht gut durchgesteckt. Ortega ist dran. Wir schauen auch mal nach Gladbach. Ja, kurz vor der anbrechenden Schlussphase wollen wir hier nochmal vorbeischauen. Der Fokus wird sich hier in der Schlussphase sicherlich nicht drauf richten. So ehrlich muss man sein, das Ding hier ist durch, die Luft ist weitestgehend raus. Traoré kommt für Leiner und Lenz geht. Dafür kommt Florian Hübner in die Partie bei Union Berlin. Gladbach hat mit diesem 3:0 auch das Torverhältnis auf 0 gestellt. Also jetzt kann es wirklich richtig losgehen für die Elf von Marco Rose. Und fast biegen sie es hier noch komplett um das Torverhältnis. Aber das ist gut. Tor in Mainz an die Lute und wir schauen in Mainz vorbei. Der Ausgleich. Es ist das 2:0. Es ist der Doppelpack von Silas Wamangituka, der hier nach menschlichem Ermessen den Deckel drauf macht. Überragende Flanke von der rechten Seite. Dann setzt sich da Silas durch gegen die Laufrichtung. Zentner kommt nicht mehr raus aus dem Boden. Kann sich strecken, erreicht den Ball aber nicht. Das ist für den VfB Stuttgart extrem wichtig. Etwas mehr Ruhe in dieser Partie. Sie haben aber selber gegen Freiburg unter Beweis gestellt, dass selbst drei Tore keine sichere Bank sind. Und dementsprechend sind sie jetzt angehalten hier, während Wamangituka ausgewechselt wird, weiter die Konzentration aufrecht zu erhalten. Knapp 20 Minuten sind hier noch zu gehen, rechnet man die Nachspielzeit mit drauf. Der erste FSV Mainz 05 steht davor, mit 0 Punkten in die Saison zu starten aus zwei Spielen. Nicht unbedingt eine positive Ausbeute und mitunter gab das hier auch Fragen auf. Die gibt es auch in Leverkusen, diese Fragen. Lassen sich aber eher in die Richtung stellen, kommt Leipzig hier noch zum Ausgleich. Viertelstunde haben sie dafür noch Zeit. Emil Forsberg, da ist jetzt mal ein bisschen Platz. Ball rechts raus, Nkunku aber im Abseits. Wir kennen das ja von Peter Boss. Der ist teilweise nach vorne etwas übermütig und verpasst es dann hinten den Laden dicht zu machen. Jetzt kommt Poyanpalo für den Torschützen zum 2:1, Lucas Salario. Poyanpalo, der beim HSV in der Rückrunde richtig gut eingeschlagen hat. Vielleicht kann er hier die Vorentscheidung bringen. Aber wie gesagt, Peter Boss ist nicht darauf gepolt, dieses 2:1 jetzt hier zu halten. Der würde gerne das dritte und das vierte noch nachlegen. Gibt dann Räume und Möglichkeiten für Leipzig. Langsam müssen diese aber auch kommen, diese Möglichkeiten. Viel ist ja nicht mehr zu gehen. Kevin Campbell zieht ihn in den Strafraum ein, wird da gar nicht dran gehindert. Bender viel zu passiv, Flanke von Radetzky. Aber gehalten. So, wir gehen nochmal weg. Ja, sind noch einmal in Augsburg. Ein letztes Mal wohl. Also, die Messe ist gelesen, wenn sie diese Floskel haben möchten. Hier haben sie sie. 4:1. Der Treffer von Sancho hat hier alle Fragezeichen beseitigt und in Ausrufezeichen geändert. Dortmund muss man das Kompliment machen. Sie spielen hier gut konzentriert.
einmal unachtsam gewesen. Augsburg nach der Pause auch mal durchaus nicht ungefährlich. Aber das hier wird ein verdienter Sieg. Brand zu Reus. Und es gibt sogar noch das fünfte. Und das vielleicht noch kurz, um diese Geschichte abzuhandeln. Haaland, der sein Debüt für Dortmund gegeben hat, hier in Augsburg ein Sensationsspiel ablieferte, das Spiel drehte. Auch damals waren es 5 Tore für den BVB, allerdings ein paar mehr Gegentore. Reus darf jetzt also auch nochmal ran nach langer Bundesliga-Abstinenz. Tor an Leverkusen! Und wir schauen nochmal in Leverkusen vorbei. Die Entscheidung? Es ist der Ausgleich für RB Leipzig. Hee-Chan Wang macht das 2:2 und es ist ein bisschen das eingetroffen, was man erahnen konnte. Leverkusen zu risikoreich, dann ein starker Querpass, der durch den 5-Meter-Raum läuft und Wang muss am zweiten Pfosten den Fuß hinhalten. Bekommen wir denn in Bielefeld vielleicht wenigstens einen Treffer zu Gesicht? Wir warten noch drauf. Fabian Klos vielleicht, da gibt es ein bisschen Platz, der erste FC Köln. Aber bekommt es mit Katterbach und Chichos geklärt. Es ist durchaus ein offener Schlagabtausch. Es ist nicht so, dass ich hier eine Mannschaft mit dem 0:0 zufrieden geben würde. Aber es fehlen auch ein bisschen die Mittel, hat man das Gefühl, auf beiden Seiten. Und so langsam schwinden auch die Kräfte. Andersson in die Mitte gelegt, aber Konzbruch kann es klären. 2 Minuten gibt es obendrauf, das ist korrekt. Letzte Möglichkeit vielleicht jetzt. Klos. Hartl. Köln, aber auch gut wieder zurückgekommen. Lukoki. Schiplock. Jetzt vielleicht. Fabian Klos. Das wär's gewesen. Fabian Klos. In der 2. Minute der Nachspielzeit. Zwingt Thorn zur besten Parade des Tages. Fährt er die Hand aus und den Eckball gibt sogar auch noch. Hartl nochmal. Konzentrieren, alles zusammennehmen. Kurzer Anlauf. Hartl auf den ersten Pfosten. Aber das ist schwach. Und das war's. Es ist in Ordnung. Es hat kein Verlierer verdient gehabt, dieses Spiel. Und so endet es hier torlos mit 0:0. Ich glaube, in Gladbach läuft die Partie noch. Das stimmt. Die letzten Züge hier nehmen wir noch mit. Union Berlin verliert mit 0:3. Hat damit die ersten beiden Spiele ohne einen Punktgewinn absolvieren müssen. Und Gladbach korrigiert das Ergebnis aus der Vorwoche gegen den BVB. Das sind die Ergebnisse im Überblick. Jetzt gibt es noch alle Spiele in der kurzen Zusammenfassung oder Sie schauen sich das Topspiel in der Zusammenfassung an. Wie auch immer Sie möchten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das soll es hier aus der Konferenz gewesen sein. Es sind einige Tore gefallen. Ein Spiel leider torlos, aber auch das gehört zur Samstagskonferenz um 15.30 Uhr. Borussia Mönchengladbach hatte den ersten FC Union Berlin am Samstagnachmittag zu Gast und nachdem beide Mannschaften einen verpatzten Auftakt in diese Liga hinlegten, wollten sie jetzt Besserung bringen. Und Union Berlin machte es nicht schlecht, hatte in der 14. Minute durch Grisha Prömel eine durchaus gute Möglichkeit. Kramer hindert ihn dann noch am hochwertigen Abschluss, sodass Sommer nicht eingreifen muss. Gladbach aber wurde dann besser und deutlich stärker. 18. Minute, Markus Thüram ebenso wie Alassane Player heute in der Startelf aufgeboten. One-Touch-Fußball à la Bonheur, sodass Lute nur noch hinter sich greifen kann. Und Gladbach wollte noch ein Drauflegen vor dem Seitenwechsel und tat das auch in Person von Alassane Player. Schön durchgespielt. Vorlage von Florian Neuhaus, 2:0 also zur Pause. Gladbach kam auch frisch aus den Katakomben wieder raus.
Wendt Kramer zu Thuram, der legt zu Neuhaus 3:0. Und in der 52. Minute war dann tatsächlich auch schon alles geklärt in dieser Partie, in der Union Berlin gute anfangs 10 Minuten hinlegte, dann aber ziemlich stark unter Druck geriet. Letzte Minute, vielleicht zumindest der Ehrentreffer in der 90. Minute. Aber Jan Sommer hielt seine Weste weiß und konnte damit das negative Torverhältnis vom ersten Spieltag wieder ausgleichen. Also 3:3 Tore, 3 Punkte nach 2 Spielen. Damit kann Gladbach zufrieden sein. Union Berlin hingegen wartet noch auf den ersten Punkt in dieser Saison. Leverkusen und Leipzig, beides Teams, die in dieser Saison nach vorne mehr Kreativität walten lassen müssen. Bei Leverkusen Havertz und Volland weg, bei Leipzig sticht vor allem Timo Werner als Abgang heraus. Leipzig in den schwarzen Trikots legte hier nach vorne aber gut los. Nach dem 3:1 gegen Mainz wollte man hier nachlegen, den nächsten Dreier einfahren. Leverkusen enttäuschte ein wenig beim 0:0 gegen Wolfsburg. Und Leipzig dominierte hier auch die Anfangsphase. Starker Pass auf Tyler Adams. Der schließt eiskalt ab. 14. Minute, das 1:0 für die Gäste verdient zu diesem Zeitpunkt. Leipzig die etwas bessere Mannschaft. Dann erwachte aber Leverkusen nach einer knappen Viertelstunde, spielte straight forward in die Spitze. Demir bei Baumgartlinger, 18. Minute, Ausgleichstreffer für Bayer. Klostermann hängt ihm da zwar am Rockzipfel, davon lässt sich der Sechser aber nicht beirren. Vorbei am Gulaschi. Zweiter Durchgang. Leverkusen jetzt mittlerweile die bessere Mannschaft. Baumgartlinger. Starker Pass. Diaby quergelegt. Lucas Salario mit dem 2:1 in der 55. Minute. Da kommt Halstenberg nicht hinterher. In der Schlussphase aber Leipzig noch etwas stärker und nutzte die defensive Nichtleistung der Leverkusener aus. Forsberg schön quergelegt. He Changwang in der 86. mit dem verdienten Ausgleichstreffer. Und so endete dieses Duell mit einem Gleichstand. Damit wird Leipzig besser leben können. Leverkusen hingegen nach 2 Spielen nur mit 2 Unentschieden. Der erste FSV Mainz 05 hatte sich eh nichts ausgerechnet gegen Leipzig. Stuttgart hingegen wirkte teilweise besorgniserregend gegen Freiburg, aber kämpfte sich zum Schluss dann wieder gut ran. Es reichte aber nicht mehr zu punkten. Hier in der Opel Arena jedoch war der VfB Stuttgart klar spielbestimmt, hatte hier durch Marc-Oliver Kempf die erste Abschlussmöglichkeit nach knapp 10 Minuten. Es sah gut aus, was die Männer hier mit dem roten Brustring aufs Feld brachten. Die Davi zurückgelegt, Kalajdzic. Der durfte heute von Beginn an ran für Klimowicz in die Startaufstellung gerückt. Und das machte sich gleich bezahlt. Der hatte ordentlich hier Druck nach vorne ausgeübt. Von Niakate der Ball hier abgefällt. Starke Parade dann von Robin Zentner. Und Stuttgart viel besser. Ende der ersten Hälfte. Weiterschlag von Anton. Massimo nicht im Abseits. Geht über die rechte Seite. In der Mitte findet er Silas Wamangituka. Hochverdientes 1:0 für die Gäste. Der erste FSV Mainz 05. Wirklich schlecht aufgelegt. Und die Elf von Achim Bayer-Lorzer, sie machte es nur selten besser. Stattdessen die nächste Chance für Stuttgart. 48. Minute hier. Sasa Kalajdzic hatte den 2:0 Treffer auf dem Fuß. Scheitert dann aber am stark reagierenden Zentner. Der einzige von Mainz, der heute Bundesliga-Tauglichkeit über 90 Minuten ausstrahlen konnte. Die Schlussphase wurde langsam eingeläutet. Massimo mit der Flanke. Das kennen wir schon. Silas zum 2:0. Die Entscheidung in dieser Partie, die der VfB Stuttgart vollkommen verdient am Ende gewinnen konnte, hat damit jetzt 3 Punkte auf dem Konto nach 2 Spielen. Da kann man mit zufrieden sein. Mainz immerhin hat noch 0 Punkte. Der FC Augsburg überzeugte über weite Strecken beim Spiel gegen Union Berlin, insbesondere durch eine starke Effizienz
und Effektivität. Gegen den BVB wurde es nun aber ungemein schwerer. Die in Schwarz spielenden Gäste machten das richtig gut. Julian Brandt mit der ersten Möglichkeit nach 11 Minuten, aber etwas zu hoch angesetzt. Dortmund aber machte gut weiter und erzielte dann in der 19. Minute auch den verdienten Führungstreffer durch Jadon Sancho. 19. Spielminute, quergelegt von Haaland, der hier vor 10 Monaten knapp seinen Einstand gab. Und auch hier wieder in Erscheinung trat Axel Witzel mit dem 0:2 in der 26. Minute. Es war richtig gut von Dortmund und eher schlecht hier von Giekiewicz in der Verteidigung. Aber der FC Augsburg wollte sich noch nicht schnell geschlagen geben. 33. Minute, plötzlich waren sie wieder da. Ruben Vargas mit dem 1:2. Der BVB änderte nichts an seiner Spielausrichtung. Es ging wieder nach vorne. Etwas Glück für Haaland. Aber das 3:1 ging schon so in Ordnung zum Pausenpfiff. Flache, scharfe Flanke. Und Haaland hat dann eben auch das Glück. Zweiter Durchgang, Dortmund ließ es etwas lockerer angehen. Augsburg hatte 1-2 kleine Chancen. Doch in der 64. Minute war dann alles geklärt. 4:1 für die Gäste. Jadon Sancho mit dem Doppelpack lässt hier keine Fragen offen. Und es gab noch eine schöne Rückkehr durch Marco Reus, der sich jetzt wieder in die Bundesliga-Torschützenliste eintragen kann. Vorgelegt von Brandt gegen die Laufrichtung. Am Ende war es ein heftiges 1:5, das in der Höhe vielleicht ein Treffer zu hoch war, aber Dortmund war hier richtig gut und hat vor allem nach vorne richtig viel Spaß gemacht. Der 1. FC Köln hätte sich gegen Hoffenheim sicherlich einen Punkt verdient gehabt. Den einen Punkt holte sich Bielefeld aber auch redlich ab aus Frankfurt. Sebio Suku da der Torschütze. Hier gegen den 1. FC Köln war Bielefeld spielerisch nicht schlecht drauf von Beginn an. Manuel Prietl mit dem ersten Schuss auf das Tor von Timo Horn nach knapp 14 Minuten. Etwas zu und platziert, kein Problem für Horn. Die größte Möglichkeit im ersten Abschnitt gehörte aber den Geißböcken. Freistoß aus 19 Metern, André Duda an den Pfosten und Jonas Hector. Vielleicht etwas überrascht, dass er da den Ball bekommt, das ist eigentlich ein Muss-Tor. Jonas Hector aber eben nicht der geborene Kopfballspieler, geht hier dann vorbei. Der zweite Abschnitt hatte nicht viele Möglichkeiten zu bieten, wenn, dann waren es eher Kleinigkeiten. Andersson zu Duda. Und das war jetzt keine Kleinigkeit mehr. 81. André Duda mit der zweiten Riesenmöglichkeit. Und das war von Ortega richtig stark dann wieder ausgebügelt. Nachspielzeit. Beide Mannschaften gaben sich nicht mit dem Punkt zufrieden. Konsbruch. Raus zu Lukoki. Shiplock. Stark zu Fabian Klos. Und Timo Horn nochmal mit einer Sensationsreaktion. Hält hier für seine Mannschaft das 0:0 fest. Bielefeld dürfte etwas zufriedener sein mit diesem Ergebnis, hat jetzt 2 Punkte auf dem Konto. Immerhin, der 1. FC Köln hat jetzt den ersten Punkt nach 2 Spielen einfahren können. Ist es vielleicht noch etwas zu früh, das Spiel zwischen Schalke und Werder Bremen als Krisenduell zu bezeichnen? Bei Schalke würde ich auf jeden Fall ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Bei Bremen kann es auch eigentlich nur besser werden. Und die Königsblauen Schalker, sie machten es hier richtig gut. Damit war nicht unbedingt zu rechnen nach diesem blamablen Auftritt gegen den FC Bayern München. Aber das 1:0 durch Marc Uth in der 13. Minute, das war schon stark gespielt. Der SV Werder Bremen sammelte hier in der Vorsaison einen wichtigen Dreier ein durch Leonardo Bittencourt. Um am Ende in der Liga zu bleiben, war das notwendig. Hier hatten sie dann die erste Möglichkeit durch Davy Selke. Er hatte zumindest den Treffer gegen die Hertha erzielt bei der 1:4 Heimpleite. Bremen wurde jetzt besser. Das ist Bittencourt. Diesmal macht er es wieder selbst und er ist wieder überragend,
wie er das macht. 27. Minute, Bittencourt. Schalke scheint ihm gut zu liegen, ein paar Übersteiger. So stand es dann 1:1 nach 45 Minuten. Schalke nach einem guten Auftakt hier dann wieder etwas zu passiv geworden. Aber man merkte, dass Bremen schon eher die Kragenweite von Königsblau war. Zweiter Durchgang ging dann wieder besser los für Schalke. Und wie viel besser, unterstreicht Paciencia. 52. Minute, wuchtiger Schuss zum 2:1 in den Knick. Nicht zu halten für Pavlenka. Werder Bremen bemühte sich. Knappe Stunde jetzt gespielt. Klaassen, schöner Ball für Tati Chong. Der legt ihn nochmal zurück. Und das Eckestein, super Parade von Fährmann. Noch nicht ganz vorbei. Sargent, wieder Fährmann. Wow, super Doppelparade. Bleibt dann wachsam und holt nochmal diesen Ball raus. Wir springen in die Schlussphase. Schalke weit aufgerückt. Bittencourt über links. Zieht in den Strafraum ein. Hat keinen Druck. Und Eggestein bestraft Schalke. 86. Minute. Das 2:2 für den SV Werder Bremen. Weil Schalke in der Defensive komplett ungeordnet ist, wird das hier bestraft. Fährmann kommt nicht mehr ran. Es bleibt am Ende beim 2:2. Das ist verdient unter dem Strich aus Schalker Sicht, aber durch den späten Gegentreffer extrem unnötig. In der Vorsaison gab es hier ein denkwürdiges Spiel zwischen Hoffenheim und Bayern. Es endete 6:0 und hatte dann noch eine politische Ebene dabei. Heute sollte es aber hoffentlich mal nur um Fußball gehen. Der FC Bayern München in den roten Trikots hat hier nach dem 8:0 gegen Schalke natürlich die Favoritenrolle klar auf seiner Seite. Und wurde dann folgerichtig in der 17. Minute auch belohnt. Hoffenheim machte es auch nicht so gut. Müller hingegen, starker Linksschuss, nicht zu halten für Oliver Baumann. Doch Bayern ließ etwas schleifen und das wollte Hoffenheim ausnutzen. Brennett legt in den Rückraum, da ist Gacinovic ziemlich frei. Und er gleicht mal aus in der 39. Starkes Auge von Brennett, dann Hernandez. Kommt etwas zu spät, reingegrätscht. Nicht zu halten für Neuer. Bayern wollte aber gerne mit einer Führung in die Pause gehen. Und kam dann nochmal richtig gefährlich nach vorne. Sané, Hernandez, schöne Flanke. Und Thomas Müller sehr freistehend mit einer anspruchsvollen Direktabnahme, die Baumann zum Eckball abwehrt. Der anschließende Eckball von der linken Seite. 45. Minute. Das ist richtig gefährlich und führt zur erneuten Führung der Gäste. Thomas Müller mit dem Doppelpack. Erste Minute der Nachspielzeit, Köfter, Dabur noch so halb an, perfekt in den Winkel platziert. Thomas Müller macht hier erstmal den Unterschied. 2:1 zur Pause ging so unter dem Strich in Ordnung. Hoffenheim, abgesehen vom Treffer, hatten sie nicht ganz so viel nach vorne zu bieten. Die Elf von Hansi Flick wollte jetzt aber nicht mehr was anbrennen lassen, nicht nochmal einen Gegentreffer kassieren und spielten auf das 3:1. Oliver Baumann aber erwischte heute keinen schlechten Tag. Wehrt hier den starken Schuss von Robert Lewandowski stark mit den Fingerspitzen noch ab. Der Druck aber weiterhin immens. Noch knapp 20 Minuten zu spielen. Thomas Müller, Kimmich, Müller zu Goretzka. Und die Entscheidung in der 71. Minute. Da kann man sich dann schon mal festlegen. Geht zu leicht, dreht sich darum um Adams Nuhu. Der kann nur zuschauen in vorderster Front. Und die Bayern spielten sich jetzt nochmal in den Rausch. Hernandez, schönes Auge für Gnabry. 4:1, 75. Minute. Wurde dann ergebnistechnisch doch wieder etwas deftiger für Hoffenheim. Sie blieben von weiteren Gegentreffern dann aber verschont, müssen sich hier aber klar und deutlich mit 4:1 geschlagen geben. Der FC Bayern
ist bereits am ersten Spieltag ins Rollen gekommen und das fühlt sich hier jetzt einfach fort gegen Hoffenheim. Gewinnen sie klar und deutlich mit 4:1. Zum Abschluss des Spieltags konnten wir noch das Spiel SC Freiburg gegen den VfL Wolfsburg betrachten im Schwarzwaldstadion. Der SC Freiburg führt hier seine Spiele momentan noch aus. Lange dürfte das aber nicht mehr der Fall sein. Dadurch aber nochmal genießen hier das alte Stadion des SC Freiburg. Die erste Möglichkeit hier hatte der VfL Wolfsburg, stark von Florian Müller pariert, der Neuzugang, der auch am ersten Spieltag gegen Stuttgart schon zwischen den Pfosten stand. Da konnte Freiburg ja knapp am Ende, etwas glücklich sogar, mit 3:0 Führung nur 3:2 gewinnen. Und hier sah es erstmal schlecht aus, was defensiv geschah. Xaver Schlager testet abermals Florian Müller. Wolfsburg aber auch nicht wirklich überzeugend, also gar nicht überzeugend. Etwas besser als Leverkusen, 1:0, aber der enttäuscheren Art am ersten Spieltag. Freiburg holte sich ja die 3 Punkte und hier sah es wirklich komplett anders aus. Gegen Stuttgart waren sie vor allem die erste Stunde richtig gut. Hier verpennten sie die erste halbe Stunde zumindest. Dass es hier noch 0:0 stand, war auch teilweise dem Unvermögen des VfL Wolfsburg zuzuschreiben. Noch 5 Minuten bis zum Seitenwechsel. Renato Steffen. Diesmal ist es aber passiert. Adem Memedi mit dem Kopfball in der 40. Minute. Das 1:0 für die Wölfe. Mehr als überfällig. Und dass es nur 0:1 zur Pause stand, war für den SC extrem schmeichelhaft. Wie sollte das jetzt im zweiten Durchgang denn irgendwie besser werden? Wolfsburg schien auch erstmal nicht nachzulassen. Schlager raus zu Joao Victor. Schöner Pass. Weghorst zurückgelegt. Schlager und Memedi scheitert aber an Müller. Das muss es sein. Gut gemacht. Oder nochmal querlegen. Da ist dann Roussillon völlig frei. Aber er bekommt den Ball nicht. Und dann endlich die Breisgauer. Jong am Ball. Zu Nils Petersen. Da muss man keine Worte mehr drüber verlieren. Das ist einfach abgezockt, überragend, eiskalt. Kassiert ist noch dran, kann den Ball aber nicht klären. Trotzdem Wolfsburg weiterhin besser. Viel besser. Freiburg kam auch nicht mehr nach vorne. Stattdessen nochmal der VfL. Brekalo. Diese Flanke zu Weghorst. Aber leichte Beute für Florian Müller. Es blieb am Ende bei diesem 1:1. Wolfsburg wird sich wirklich dumm und dämlich ärgern. Freiburg hingegen kann mit diesem einen Punkt richtig gut zufrieden sein. Jo, das soll es dann auch wieder gewesen sein mit dieser Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.